Year over Year bedeutet, dass man Finanzkennzahl im Vergleich zum Vorjahr betrachtet. Ja, wenn man sagt, man hat 20% Gewinnwachstum oder 20% Umsatzwachstum Year on Year, dann weiß man, es ist auf ein Jahr gesehen. Es kann auch Q on Q zum Beispiel sein, also Quarter on Quarter. Das wäre dann zum den letzten 3 Monaten. Und es ist halt immer wichtig, das so zu vergleichen. Also auf Deutsch übersetzt wäre Year on Year einfach im Vergleich zum Vorjahr.